like the Lord each day for the apocalypse. Folks are mostly disfigured, and but sugar, I won't let it go to my head. Wer ist da draußen? Hey. Ich versuche hier drin Kunst zu machen, Kumpel. Ich habe keine Zeit zu vergeuden mit Versagern wie dir. Aufmachen! Was willst du? Gleich kommt ein Typ, der meine Kunstwerke sehen will, also scher dich weg. Kannst du nicht reden, hä? Ich bin ein Freund von Mo. Ich brauche... Hör zu, ich hab kein Schweißgerät genommen. Hast du verstanden? Ich bin kein Dieb. Also verpiss dich endlich. Klopfst du aus irgendeinem Grund oder bist du einfach nur bescheuert? Das ist sehr wichtig. Nicht für mich, du Penner. Jetzt hau ab. Verschwinde von meiner Tür. Lass mich rein. Ha. Der war gut, Penner. Wenn du noch ein bisschen wartest, nimm dich vielleicht die Müllabfuhr mit. Ich bin kurz davor, diese Blechbüchse umzustoßen. Das reicht. Ich ruf die Bullen. Sehr gut. Ich muss den Diebstahl eines Schweißgerätes melden. Na. Hey, Dreckarsch. Ich bin nicht zu Hause. Mach dich vom Acker versagt. Flachwichser. Das reicht. Wenn du dich jetzt nicht sofort verpisst, dann werde ich... Dann wirst du was? Dann werde ich deinen dreckigen Arsch mit meinem Schweißgerät grillen. Ich meine, mit meinem Föhn. Ich hol meinen Föhn und werde den Arsch grillen. Also verschwinde. Was muss ich tun, um dich endlich loszuwerden? Gleich kommt ein Typ, der meine Kunstwerke sehen will. Also scher dich weg. Was willst du? Aufmachen! 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 Klopfst du aus irgendeinem Grund oder bist du einfach nur bescheuert? Wenn Amt für Bauwesen. Keine Chance. Was willst du? Ich soll hier ein paar Blumen abliefern. Schieb ab. Verschwinde von meiner Tür. Kann ich mal Ihr Telefon benutzen? Zieh Leine. Wenn du noch ein bisschen... Ich bin hier, um mir die Kunstwerke anzusehen. Netter Versuch. Hey, Dreckarsch. Ich bin nicht zu Hause. Sie haben etwas gewonnen. Lassen Sie mich rein. Gib's auf, Mann. Hey, Dreckarsch. Ich bin nicht zu Hause. Schnell, der ganze Wohnwagen steht in Flammen. Verpiss dich. Was muss ich tun, um dich endlich loszuwerden? Wenn du noch ein bisschen wartest, nimm dich vielleicht die Müllabfuhr mit. Mach dich vom Ackerversager. Diese Aussicht definiert wahre Schönheit. Der hat schon genug. Macht sich nicht besonders an meinem Bike.
Das sollte ich Mo schnell zurückbringen. The population is greatly decreased. Das ist mein Schweißgerät. Wo hast du das her? Oh, lag irgendwo rum. Eine Gabel und etwas Benzin und wir sind bereit. Das da oben ist ein elektrischer Zaun. Nein. Das könnte ich nicht aufbrechen. Scheiße. Nein, Sie haben diesen Kerl nicht erwischt. Naja, wenn Sie das Ding hier mal stillhalten würden, wenn ich schieße. Ich geh mal runter und seh mir das aus der Nähe an. Ich sehe niemanden. Er muss abgehauen sein. Nein, wir hätten ihn aus der Luft wegrennen sehen. Er muss sich im Turm verstecken. Wir haben ihn in der Falle. Gehen wir hoch und schnappen ihn. Hey, wer ist das da unten im Hof? Das ist er, den Krieg. Wo? Da drüben, schnell, auf die andere Seite, dann haben wir ihn in die Ecke gezwängt. Wo ist er hin? Das ist wohl ein Unentschieden, Herr Boss. Nein, holen wir Verstärkung. Oh, gut.
Ist das aus dem Benzinturm? Nicht direkt. Nur noch eine Gabel und wir sind wieder auf der Straße. Da lasse ich meinen Mund nicht ran. Da lasse ich meinen Mund nicht ran. Sieht schwer aus. Da lasse ich meinen Mund nicht ran. Na, völlig ausgebrannt, vergiss es. Genau die Gabel, die ich brauche, liegt direkt oben drauf. Verhaltensgestörter Köter. Komm her, Pfiffi, komm, komm, komm. Bon Appetit, Bastard. Schon Hunde.
glatte Gabel. Wo hast du die gefunden? Direkt neben den Messern und Löffeln. Nun, das ist es. Warte mal kurz draußen, dann mache ich sie fertig. Ich arbeite an einer Überraschung. Ich hasse Überraschungen. In Ordnung, hier kommt sie. Na, bist du cool oder was? Du bist unglaublich. Ich sollte das Teil jeden Tag zur Schrott fahren. Also, was ist die Überraschung? Oh, nur dein durchschnittlicher zulassungswidriger Spezialtreibstoff-Rückstoßbooster der Zerstörerklasse. Ist das dein Ernst? Ja. Aber nur die Vultures haben... Ich habe so meine Beziehungen. Was jetzt? Willst du das Ding ausprobieren oder nicht? Wow, ich wünschte, ich hätte eine Kamera. Ich wünschte, ich könnte mich irgendwie revanchieren. Hau einfach ab, okay? Du vergraulst mir meine Kunden. Wiedersehen, Mo. Und schick mir eine Postkarte vom Hinterhalt. Dieses Mal entkommt er uns nicht. Sehen Sie ihn? Nein. Dann gucken Sie weiter. Haben Sie das gehört? Er ist wieder am Benzinturm. Er hat vielleicht Nerven, das Dreckstück. Los, schnappen wir ihn uns. Alle Einheiten mir nach. Ben, wieso bist du hinter uns? Wo sind die Krawatten? Corley macht einen Boxenstopp. Der hat eine Blase wie ein Fingerhut, Mann. Rip Burger? Hab ihn eine Weile nicht mehr gesehen. Ben, wie sieht's aus, Mann? Hast du irgendwas gefunden? Kriegen wir irgendwelche Schwierigkeiten? Nein. Wir stecken drin. Steck mir den Kopf in den Eimer, denn wir sind im Whisky geschwommen. Schöner als sie, das ist keine, sie hat mir den Atem genommen. Eines Tages, da lieg ich im Sarg, sie ist ne Frau mit nem Rad, wie ich's mag. Komm schon, alter Mann, hab ich dich. Jetzt mach irgendwas Kriminelles, überfall irgendwen oder sowas. Ah, die Handlung verdichtet sich. Du hättest in den Sitzungen nicht über mich lachen sollen, Malcolm. Was für ein Psychopath. Hab dich. Hey, sieh mal, Boss, das hat er in den Büschen Was ist das? Ein Augenstecher. Komm her und ich zeig's dir. Es hat eine Kamera. Ich krieg sie. Nein, Nestor wird sich schon um sie kümmern. Du hast eine sehr wichtige Verabredung mit dem Rest der Corley-Familie. In Ordnung! Aber vergiss nicht, die Kamera zu zerstören. Ja, ja. Also dann, Malcolm,
Noch einen für unterwegs? Crowley? Crowley? Ben! Ich schätze, Ripburger konnte nicht auf meinen natürlichen Tod warten. Das passt zu ihm, jemanden zu schlagen, der schon am Boden liegt. Ripburger hat das getan? Ja, er wusste, ich würde sterben. Und er wusste, mit meinem Testament setze ich ihn auf die Straße. Ben, jetzt will er Corley Motors übernehmen. Verkauft es an Ausländer, entlässt Arbeiter und baut Kleinbusse. Verstehst du mich? Kleinbusse! Du musst dich an ihm für mich rächen, Ben. Versprich mir, dass du ihm sehr wehtun wirst. Das verspreche ich. Ich möchte, dass meine Tochter die Firma übernimmt. Du hast eine Tochter? Ja, und sie ist wirklich ein Mechaniker-Genie, Ben. Schon mit 4 hat sie ihren ersten Vergaser repariert. Ich habe sie immer meinen kleinen Wirbelwind genannt. Finde meine Tochter, Ben. Finde Maureen. Maureen? Ripburger ist ein ganzes Stück vor mir. Ich hoffe nur, Maureen kommt klar, bis ich da bin. Die Pistole verstehe ich ja noch. Warum sollte er eine Kamera mitbringen? Für wen arbeitet der Kerl? Corley Motors? Nestor, was bewegt sich denn da drüben bei diesem Haufen? Ich weiß nicht, Rip, aber ich glaube, dieser Haufen ist Bolas. Ja. Jetzt erinnere ich mich. Du bist der Kluge von euch beiden, nicht wahr? Da ist Moos Hütte, aber ich sehe keine Limousine. Vielleicht erwische ich die Kerle hier. Auf der anderen Seite vielleicht auch nicht. Das ist das Bild von Mo und Onkel Pete auf seiner Nerzfarm. Sie hat gesagt, dort fährt sie immer hin, wenn sie eine Weile Ruhe brauchte. Das ist wohl meine einzige Hoffnung im Moment. Sieht aus, als wäre das hier in Eile durchsucht worden. Nichts als Trümmer, bis auf diese kaputte Kamera. Rückwand offen. Kein Film drin. Mo hat gesagt, sie hätte keine Kamera. Thank you.